Guten Tag, liebe Leute. Was soll ich sagen? Ich bin in Las Vegas. Guck mal. Ich stehe vor dem Caesars Palace. Dem einen oder anderen könnte diese Location ja vielleicht schon mal untergekommen sein. Wer von euch hat Hangover gesehen? Jetzt schon mal direkt die Kommentare schreiben. So, was ich eigentlich mit euch vorhabe, erzähle ich jetzt. Ich wollte euch aus den, diesen ganzen geilen Hotels hier und so diese Buffets zeigen und die geilen Restaurants. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier an Musik abgeht. Das ist auf jeden Fall komplett geisteskrank. Es ist auf jeden Fall viel zu laut. Wir können da drin gar nichts machen. Das bedeutet letztendlich, wir können das Video nicht hochladen, weil es Terror gibt. Von daher, dann treiben wir uns heute mal so ein bisschen durch die Stadt. Ich filme euch hier so locker aus der Hand. Und wir gucken mal, was die City sonst so zu bieten hat. Ich habe hier so das eine oder andere nette Restaurant gesehen. Vielleicht kriegen wir irgendwie einen geilen Burger oder. Keine Ahnung, ich bin auch vollkommen unvoreingenommen. Wir gucken, wo es uns hintreibt. Das ist kein klassischer Food Guide. Wir wissen nicht, ob alles geil wird heute. Aber das ist ja auch eine gewisse Brisanz. Und ich denke, das könnte euch interessieren. Abgesehen mal davon, seht ihr den da, den Kameraden hier oben? Wer kennt ihn? Warte jetzt. Fokus da. So, übrigens, ich filme hier aus der Hand mit neuem Gerät, gell? Also es wird eine Katastrophe. Aber jetzt schon vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr den Typen da oben kennt, ne, dann schreibt mal rein, woher. Also wir sehen uns gleich wieder. Guckt euch ein bisschen Vegas an. Ich habe auf jeden Fall auch eine mittelschwere Katastrophenzeit ausgesucht, um nach Vegas zu kommen. Ich gehe jetzt mal hier rüber, gell? Ja, Uber, danke. Weil schaut mal hier, das ist tatsächlich relativ krass. Vielleicht erinnert euch die Kulisse an was. Richtig, hier ist nächste Woche Formel 1. Das heißt, quer über den Strip haben sie diese Sachen aufgebaut, die man so braucht, um Formel 1-Rennen mit in der Stadt durchzuführen. Deswegen sind die Laufwege so ein bisschen weit. Du musst immer außen rum und oben drüber. Und ja. Aber das wird bestimmt ein super interessantes Rennen werden, bin ich mir sicher. Ich glaube auch die nächsten 10 Jahre hier, was relativ krass ist. Aber jo, ich habe meinen ersten Spot schon gefunden. Leider ist die Musik ein bisschen zu laut. Haute Doggery. Lass mal reingehen. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik oben drüber, weil die Musik ist einfach viel zu laut da drin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Jo, die Jalapenos machen mir jetzt schon ein bisschen Angst, aber ansonsten sieht es geil aus. So, da ist der Kollege. Also ich habe gesehen, er ist auf jeden Fall wieder viel zu viel Musik. Aber wir hoffen, dass es so durchgeht. Tijuana Dog. Geiles, gedämpftes Brötchen. Der sieht auf jeden Fall schon viel besser aus, als das, was ich hier sonst schon so gesehen habe. Da gab es schon ein paar richtig räudige. Der ist einfach hübsch gemacht. So, da ist eine geile Wurst drin, die ist gegrillt. Das mag ich ja auch. Hatten wir ja in New York schon. Ich probiere mal. Ne? Jalapeno macht mir auf jeden Fall Angst, aber... Ja. Brötchen ist ziemlich geil. Jalapeno ist schweinescharf. Ey, Junge! Ja. Aber die Wurst ist geil. Ey, die machen noch so riesengroße Dinge, habe ich gesehen. Ist auf jeden Fall was, wenn du vor der Abend los willst, wenn ihr so ein Ding reinballerst hier, bist du auf jeden Fall gut gewappnet. Ich sage euch gleich was. Ihr dürft euch über die Preise nicht wundern. Das ist komplett geisteskrank für deutsche Verhältnisse. Inflation kickt hier hart, das merkst du auf jeden Fall. Es ist alles, keine Ahnung, Fläschchen Wasser 4 Euro, 8 Euro, da kannst du alles für zahlen. Und der jetzt hier, alles zusammen, keine Ahnung, ich habe es euch eingeblendet, aber irgendwie mit Tipp 16er, weil Tipp musst du immer geben, ansonsten ja, sind die halt auch stinksauer auf dich. Ne? Ja, aber alles in allem geiles Ding. Mayo oben drauf kickt, Zwiebeln. Die könnten für meinen Geschmack jetzt noch ein bisschen mehr geschmolzen sein, aber so sind die schön knackig. Ich weiß aber, viele von euch mögen das nicht. Von daher ist voll okay. Frische Jalapenos oben drauf finde ich geil. Die Wurst ist geil, Brötchen geil gedämpft, Soße geil. Kann man machen. Ist es zu teuer? Ja. Schmeckt es trotzdem? Jo. Hey, nächster Laden schon in Sicht. Guck mal, wenn wir eine britische Fahne sehen und in Las Vegas sind, dann heißt das in der Regel, dass Gordon Ramsay hier irgendwo seine Finger drin gehabt hat. Ne? Also hier gibt es Hell's Kitchens, hier gibt es seine Restaurants überall. Das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Genauso ist es hier auch. Fish and Chips. Ziemlich geil. Lass auf jeden Fall mal gucken, ob wir was bekommen. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Eingang sind so zwei englische Telefonzellen. Ich finde es geil, aber Fish and Chips mag ich eh. Mal gucken, ob es tatsächlich mithalten kann. Was ich schon direkt rieche, wenn ich hier vor der Tür stehe, die Jungs hinter mir, die hauen sich hier auch gerade was rein. Es riecht brutal nach Trüffel. Das ist schon ziemlich krass. Und wenn es nicht gerade nach Trüffel riecht, riecht es hier saumäßig nach Weed. Junge, ist hier was los. Komm, wir gehen rein.
flott sind sie auf jeden Fall und sie haben keine Musik an, das ist schon mal ganz gut. Es sieht auf jeden Fall auch krass aus, sieht auch lecker aus, wenn ihr mich fragt. Ich bin echt mal gespannt, aber ich sag mal so, da wo der Name draufsteht, da ist tendenziell auch immer was Vernünftiges drin. Man muss aber auch sagen, der Laden ist packvoll. Hier haben wir gerade 13.09 Uhr, also das ist wirklich Primetime. Die Kollegen sehen gut aus, die arbeiten zügig, die haben ein geiles System. Mir gefällt es bis hierhin, also wenn der Fisch jetzt noch geil ist, da haben wir alles richtig gemacht. Wir haben noch eine ganz wichtige Sache gesehen. Guck mal hier. Yeah, das ist der Malzessig, der darf nicht fehlen. Okay, lange kann es nicht mehr dauern. Keine 5 Minuten gewartet, letztendlich vielleicht 6. Das ist schon ganz okay. Da fliegen Hummer und Garnelen oben drauf. Man kann sich seine Box da auf jeden Fall richtig geil pimpen. Werde ich beim nächsten Mal bestimmt auch mal machen, aber da ich ja heute ein bisschen mehr essen muss, habe ich mich mal auf den Fisch beschränkt. Ja, ganz geil, würde ich sagen. Dann probieren wir nochmal. Ich würde mir noch ein bisschen Essig dazu machen und dann geht's ab. Ey, drei fette Stücke Fisch oben drauf, Fritten unten drin. Geil, Alter. Okay, Baby, also du hast Zitrone auf jeden Fall. Ey, die machen das auch hübsch. Das sieht jetzt aus wie es Anne. Ich erwarte viel, sag ich euch ehrlich. Der Teig sieht krass aus, der ist knusprig. Ey, ein bisschen Zitrone drauf. Und jetzt hier, logisch, ich lasse den Essig mal an der Seite. Ich weiß, da streiten sich alle. Über die Pommes, über den Fisch, dippen, drüber schütten. Gibt's alles? Ich dippe. Jetzt mal hier anfangen. Erstmal plain, guck mal. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich krass aus. Das ist ein perfekter Backteig. Ist besser, als ich das kann, auf jeden Fall. Der ist krass. Und es ist wie ganz oft bei Fish and Chips, es fehlt Salz. Ja? Aber, jo, es steht alles da, ich hätte es mir nehmen können. Boah, geil. Tartarsoße Signature als erstes. Der Backteig, super dünn und knusprig. Das ist die große Herausforderung, dass du nicht so einen riesig fetten Teig außenrum hast. Das finde ich schon echt krass. Mit Essig. Geil, Alter. Woo! Ja, ja. Na? Ich muss sagen, mit dem Essig, das finde ich immer wieder geil. Tolle Idee, bei uns unbekannt, ne? Geil. So, jetzt haben wir ein Dijon, Mayo, also Senf-Mayo letztendlich, ne? Ich würde mich auch relativ schnell festlegen. Ich würde sagen, das ist Kabeljau. Beim nächsten Mal würde ich mir auf jeden Fall diese Parmesan Trüffelpommes mal holen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Trüffelfan. Also ein bisschen geht immer, aber mit Parmesan und Trüffel, das ist schon geil eigentlich. Ne? Vom Stehen natürlich so ein bisschen lätschig, aber das ist schon vollkommen okay. Das meckern auf hohem Niveau. Ne? Aber ja, es ist halt auch ein Zwanni. Ne? Aber jo, die Portion finde ich gut. Ey, nochmal ein fettes Stückchen. Gordon Ramsay's Fish and Chips. Mit ein bisschen Tartarsoße oben drauf. Würde denn so ein Perfect Bite aussehen hier? Geil. Meine Empfehlung. Hey, bis jetzt Mainz Vegas aber gut mit uns. 2 Shops, 2 Treffer. Sehr gut. Achso, falls ihr euch wundert, wer da gerade filmt. Die Chefin ist natürlich auch dabei. Ist ja klar. Ja? Chefin, willst du auch probieren? Komm, erstmal ein Stück Fisch. Tartarsoße ist sowieso dein Ding, oder? Denke doch. Man hört sie dieses Mal nicht so gut, weil ich das Mikro habe, aber. Heiß? Fehlt ein bisschen Salz, oder? Aber geiler Fisch, guck mal. Schöne dicke Stücke. Fokus on point. Warte, ich bin auf der Gabel aktuell. So, nochmal. Das sieht krass aus. Chefin, approved? Yes. Sehr gut, weiter geht's. Chefin, was wird denn das, wenn es fertig ist eigentlich hier? Hä? Eine Strawberry, Mango, Daiquiri mit Shot. Mit Shot? Wodka oder was? Nee, Rum, glaube ich, gell? Ich glaube Wodka. Ah, da habe ich ja wieder was vor mir heute. Schmeckt das? Mein Hirn tritt ein, aber. Schmeckt's denn? Sehr gut. Lecker.
So, da ist sie auch schon, die Pizza. Ich habe mal die Big Apple gegönnt, die ist mit Mozzarella und Pepperoni-Scheiben. Sieht auf jeden Fall schon ganz geil aus. Schön knusprig gebacken. Unten drunter passt es mir auch bis hierhin. Ich bin mal gespannt, ob es geil ist. Und was ich hier tatsächlich auch immer ganz geil finde, die stellen hier geriebenen Parmesan dazu. Hau ich mir auch immer oben drauf. Finde ich voll geil, ey. Es macht so einen, weiß ich nicht. Gibt nochmal so diesen extra Kick und Flavor. Und falls dir die Pepperoni nicht reicht, gibt es hier immer noch so ein bisschen getrocknete Chilis. Ja, so ein, zwei Stückchen, sonst steigt mir die Chefin aufs Dach. Die muss ja helfen, gell? Ah ja, so, jetzt wollen wir probieren. Ey, komm, dann lass mal reinbeißen, so ein Stückchen hier. Wuhu! Also, hey, Stringy Cheese ist da kann man nichts sagen. Meine Herren. Die ist auf jeden Fall unten drunter ordentlich fett. Ah gut, das ist natürlich auch so ein bisschen der Pepperoni-Salami geschuldet. Und ich bin ja normalerweise auch nicht so ein Typ, der sich das Ding hier einfach so reinfährt. Aber heute nur für euch mache ich es auch nicht. Ich nehme Messer und Gabel, ich hasse es einfach. Guck mal hier. So geht es doch auch viel einfacher. So, mitten raus, das Filetstückchen. Ja, seht ihr unten die schon? Ja, ist halt viel Käse, viel Salami. Okay, das ist alles in allem schon ganz gut. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Weißt du, genauso am Strip und so, da kannst du natürlich auch leicht mal abgezockt werden. Die kostet 19 Dollar. Von der Größe her ist es okay, da wird es bei uns wahrscheinlich 12 zahlen oder so. Aber hey. Ja. Ja. Also, wenn du Bock auf eine Pizza hast, frisch gemacht, schön aus dem Ofen raus, weil du heute Abend richtig einen ballern willst in Vegas. Ich glaube, da wirst du dich nicht beschweren. Aber ich tendiere natürlich eher so zu Fish and Chips. Der Hotdog war geil. Und wir werden uns auf jeden Fall gleich noch einen richtigen Burger reinballern. Jo, die Pizza ist gut, die werden wir auch aufessen, da bin ich mir relativ sicher. Alles in allem, Pepperoni-Pizza. Die haben auch ein, zwei andere noch. Mm. Meatballs. Sie haben auch diese Pizza Bianca. Du kriegst Pasta, du kriegst Salat hier. Vor allem sitzt du auch mal ganz schön, kannst ein paar Leute beobachten. Das ist hier wirklich wie im Zoo, nur andersrum, sag ich euch, wie es ist. Na, also, wer Bock auf Pizza hat, darf hier gerne mal hin. Na, aber wir polieren die jetzt hier weg und dann holen wir uns einen Burger. Da habe ich schon was gesichtet und ich sage euch, wie es ist. Klare Sache, also wirklich klare Sache. Wer in den USA ist, der muss auch zu In-N-Out und da gehen wir jetzt hin. Ja, das sieht auf jeden Fall schon ganz geil aus. Was ist denn das? Oi, Pepperonis. Okay, lass mal gucken. Das ist er. Nur was hier abgeht. Aber der erste Laden, in dem nicht komplett krass zu viel Musik läuft. Deswegen schön. Ich sag euch, In-N-Out. Ja, hört ihr, was hier abgeht? Der schreit die ganze Zeit. Guck mal, In-N-Out auch schon gut. Ich finde ja persönlich Five Guys besser. Shake Shack. Ja, okay, komm, lass mal gucken. Wir haben Double Double. Double Beef, Double Käse. Tomatensalat sowieso immer drauf. Pickles auf Order. Das heißt, Gewürzgurken für mich extrem wichtig. Jo. Und warum lang rummachen, gell? Ich mag, wie der eingepackt ist. Ich mag, wie der präsentiert ist. Nochmal ein Tütchen drumherum. Dann bleibt da unten schön zusammen. Das ist schon ein ordentliches Ding. Fritten sind auch ganz okay. Frisch gemacht. Das muss man honorieren. Ist gut. Ey, und der Erfolg gibt ihnen ja recht hier ganz augenscheinlich. Ne? Mmh. Ja, doch, das ist ein guter Burger. Salzgurke, Tomate, Salat. Das mag ich schon. Schöne, weiße Zwiebel. Mmh. Was ich hier sofort habe, sind diese Fast-Food-Wipes. Also, der schmeckt wie ein Fast-Food-Burger, aber dafür wie ein sehr, sehr geiler. Ich vergleiche das jetzt mal nicht so, ihr habt das letzte Video gesehen, hier mit Holle Frankfurt Burger Tour, Urban Ranch, weißt du so. Das nenne ich so Manufakturarbeit. Die haben dieses Burger-Game einfach durchgespielt, ja. Aber das hier, bevor du in den McDonald's läufst, ne? Alter, guck doch mal.
Das ist doch krass. Diese berühmte In-N-Out-Soße. Echt gut. Und was ich mag, ist, dass das Fleisch nicht komplett trocken ist. Ist tatsächlich noch so ein bisschen, leider haben wir nicht rosa, aber sehr, sehr saftig gebraten. Das mag ich sehr. Also Leute, In-N-Out, immer eine sichere Bank, egal wo, geht da hin, holt euch so ein Ding. Chef, wir nicht polieren, ist jetzt hier weg. Und dann habe ich noch ein richtiges Highlight zum Schluss. Das wird auf jeden Fall geil. Bin ich mir sicher, haben viele von euch noch nicht gegessen. Sushi Burrito ist die nächste Station. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe das schon mal relativ schlecht gegessen. Na, ich weiß noch nicht. Aber ich habe schon Bock auf noch was Leichtes nach meinem Burger. Die Musik ist viel zu laut, nichts hier rein. So, einkassiert. Und ey, ihr hört es, Musik ist krass. Jetzt müssen wir mit dem Ding erstmal an einen Ort, wo es ja weniger Musik gibt als hier. Leute, ich muss mich mal hier so ein bisschen in die Ecke verziehen. Und ich habe hier, wir essen einen Blumenkübel mal wieder. Aber hey, für euch, was haben wir hier? Sojasauce, brauche ich zum Dippen auf jeden Fall. Ich kann die aber auch nicht aufmachen, ohne mich zu besabbern. Ah. Geil, Alter. Sushi Burrito. Ich habe mir ein Dreierlei rausgelassen. Und zwar Lachs, Thunfisch und Gelbschwanzmakrele. Ziemlich geil. Dann haben sie so Wantanstreifen mit drin. Ein bisschen hier, ein bisschen da und ein bisschen dort. Habe ich schon sehr geil gegessen in Australien. Und habe ich auch schon sehr schlecht gegessen. Überall anders. Sie haben mich gefragt, willst du einen richtigen Wrap außenrum oder willst du Seaweed, und dann will ich natürlich Seaweed, das ist eine klare Geschichte. So, gekostet hat der Kamerad. Ja, weiß ich nicht, wie immer, 20 wahrscheinlich. Ja, ich muss gleich nochmal gucken. Oh yes. Bestätigt sich auch gerade beim ersten Stückchen Fisch, das ich gerade gegessen habe. Ich hatte den Eindruck, dass die sehr schöne, frische Zutaten da haben. Ja, der ist zweigeteilt, der Kollege hier. Sehr gut, dass ich ihn festgehalten habe. Perfekt, wir haben einen Mittelschnitt. Guckt es euch an. Den zweiten gebe ich mal hier kurz Karo in die Hand. Perfekt. Okay, geil. Guck mal. Thunfisch, Lachs, Makrele ist da, Zwiebeln sind da, Gurke ist da, Fliegenfisch, Kaviar. Oder ansonsten ist das Ding einfach eine riesengroße Sushi-Rolle. Ja. Oh Mann. Ist gut. Also, schmeckt wie ein großes Sushi. Geil gemacht. Soßen gut. Reis gut. Nicht zu weit gekocht, nicht so babbig, weißt du. Seaweed ist ein bisschen angeröstet. Finde ich geil. Tolle, frische Fischqualität. Jo, vom Essen her lässt man halt besser eingepackt, ne? Aber ja. Ja, ist gut. Schwierig zu essen hier so auf der Hand, ne? Aber wenn du dich da gemütlich hinhockst und so hast einen Teller vor dir, dann geht es schon. Ja, und wenn du keinen Bock hast, dass dir das Ding halt irgendwie auseinanderfällt oder nicht Bock hast auf die Rolle. Die machen dir auch alles als Bowl, ne? Also von daher, ziemlich geil. Ich werde es auf jeden Fall aufessen. Möchtest du auch ein Stück probieren, Chefin? Nein? Warum denn nicht? Sehr groß. Ist groß, du magst nicht so gerne Thunfisch und so weiter, gell? Leute, ich sag mal ganz ehrlich, so ein bisschen Vegas Street Food Tour. Ihr habt euch mal mit mir zusammen hier treiben lassen, locker aus der Hand gefilmt. Ja, das hier ist kein Cinematic Food Guide, schon klar, ne? Las Vegas Aber, Boulevard? Ja, das hier ist der Las Vegas Boulevard, ja? Eigentlich eine Futterbude nach der anderen, du kriegst hier geil was zu trinken, kommst hier direkt links und rechts auch in Casinos rein, Flamingo und. Da unten ist das Riesenrad, hier oben geht die Zipline drüber. Hey, also das ist mitten Strip, das ist mittendrin. Dafür war die Qualität meiner Meinung nach erstaunlich gut. Preise sind USA, kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schmeckt gut und kostet ja nichts.
Wenn alles gut läuft, kriegen wir auf jeden Fall vielleicht noch ein Video aus Vegas hin. Schuss, mal gucken, wie das mit der Musik so läuft. Aber spätestens aus Los Angeles, da fahre ich nächste Woche hin. Da sehen wir uns wieder. Vielen herzlichen Dank, Küsschen auf Nüsschen.